Hi Leute! Ja, unsere Charlene hat jetzt ihr Baby bekommen und Lalalala. oh, Ja, dann da. na, sie hat ihn nämlich einfach Ja. hingelegt. Ach, sie hat ja auch kein Bett. Ja, die letzten beiden Parts, da hatte ich leider. Ja, ohne Ton aufgenommen. Es war ein bisschen blöde, aber naja, gut. Jetzt habe ich Ton und ja. Jetzt muss es gehen. Jetzt muss ich hier kurz meine Zeit hier einstellen. So. Baby. Genau. Party. Leg mal den Kleinen hier ins Bett. Job kündigen? Du hast doch nicht mal alle. Pack den Kleinen hier rein. So, unsere Charlene geht jetzt schlafen. Ja, also es tut mir auch leid, dass ich die letzten beiden Parts ohne Mikro aufgenommen habe. Das liegt daher, weil ich ja sozusagen mein Programm neu installiert habe und ja, ich habe es nicht richtig eingestellt. Der hatte ja mein Headset irgendwie nicht anerkannt und dann musste ich das wieder runterschmeißen, dann wieder neu rauf installieren, bis es wieder geklappt hat. Ja. Bibi. Komm, Joel, steh auf. Kuscheln, spielen. Los, beweg dich. Geh zu deinem Kind. He says, no, no. Oh, no. Gina Pips, Kubaji. Dann kannst du wieder schlafen. Der kleine Kaida steht auch gleich auf. Ah, nee, der ist ja schon wach. Lol. Ja, Charlene, dann musst du jetzt mal aufstehen. Dich um den Kleinen kümmern. So. Oh, und ich schläft. Wie süß. Ein Püppchen. Baba. Ach, Charlene, drei Kinder sind, glaube ich, genug. Ein Mädchen und zwei Jungs reicht. Dann kannst du dich gleich um den anderen kümmern. Er geht jetzt schlafen. Nein. Wir klicken jetzt da rein. Mein Gott. Schlimm. Ich hab Post. Noir, what noir? Bouge bois. Bouge bois. Whoop la. Abi ne bawaba. Oh, zoom zoom zoom.
Oh mein Gott. Ja, das heißt, wir brauchen noch ein drittes Kinderzimmer. Das heißt, das Zimmer kommt weg. Das hier. Würde ich sagen. Machen wir denn gleich? Ja. Also, kuscheln, spielen. Flasche. Dann geht's noch was essen. Oh, ah. Okay, wollte ich schon sagen, das ist ja Capri. Danach kann sie ja schlafen. Den Rest kann sie ja Joel. Komm, Joel, du kannst jetzt mal aufstehen. Na, komm. Oh, geht auch diese Bilder auch mal weg. So, jetzt geht's endlich. Wir können es auch das Esszimmer wegmachen. Und dann hier unten Gästezimmer. Ach, Gästezimmer brauchen wir nicht. Mach ich jetzt weg. So. Wir können ja die Objekte behalten, indem wir einfach hier reinlegen in diesen Inventar. Ja, das müsste ja reichen. Erstmal die Toiletten, wo sind denn die? Da. So. Das reicht. So, was ist mit... Das ist ja meckern. Ja. Kindern geht's aber gut. Oh, die haben ja bald Geburtstag. Oh, ist ja cool. Oh, wie süß. Hallo. Wie alt die schon geworden ist. Ja, mal schauen, wie es aussieht, wenn die Sims 4 Haustiere bekommt. Schade ist es nicht im Hauptspiel alles drin. Ja, man kann aber nicht alles haben. Nee, du kannst jetzt mal schlafen hier. Hanna hat Geburtstag. Oh. Und Kai auch. Kai auch? Kai auch. Ja. Wir können jetzt erstmal schlafen.
Na, was macht denn unser Bonita? Genau, bewegt sich hier. Kommt, ihr könnt auch mal hier ein bisschen. Ich nur schnell bezahlen. Wie süß. Oh, dieser Hund. Du kannst dich wieder hinlegen. Er kann hier raus. So, dann schließen wir das mal ab. Dass wir auch Ruhe haben, wenn wir schlafen. Bei den Kindern machen wir das auch. Das werden sie ja immer geweckt, das ist ja auch blöd. Soll ja nicht sein. Die kommen hier nicht zum Schlafen. Casa Bunami. Bunami. Juju. Oh, die Viecher hier. Der beste Ferkel. Zeitung zerstören, genau, mach mal. Ja, ich wollte ja noch Post gucken, ne? Ne. Immer das Gleiche hier. Das heißt, sind sie eventuell abwechslungsreicher. Hoffentlich. Yes. Ah, falsches Kind. Sie kann sich wieder dann hinlegen. Genau, das Bett kommt jetzt hier hin. Fast vergessen.
So. Das Pferdchen sieht immer voll süß aus hier. Vor die süßen Knopfaugen. Miep, miep. Ein Objekt kaufen. Oh, mache ich schon. Hey, Ferkes. Geht draußen pinkeln. Durst, oh mein Gott. Oh mein Gott. Also in der, davor, wo ich Urlaub hatte, da hatte ich doch die Familie Grusel gespielt. Also ich habe Mortimer erstmal die ganzen Studium, die ganzen Sachen studieren lassen. Oh. Jetzt hat er schon ganz viele Sterne noch gesammelt. Was heißt gesammelt? Er ist da irgendwie und ja. Mir fehlt jetzt noch da ein Stern. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe das schon zu lange her, dass ich da gespielt habe. Ja, und ja, mal schauen. Vielleicht füge ich die Familie Grusel hier hinzu. Ich habe ja mit zwei Sim gespielt. Einmal mit ihr hier. Und einmal mit Familie Grusel. Na, Familie Grusel habe ich deswegen gespielt, weil in diesem Sphere auch Familie Grusel da halt drin ist. Und um die Familie besser kennenzulernen, habe ich dann die Familie gespielt. Natürlich, Mortimer und Bella mussten erstmal heiraten. Habe ich ein schönes Häuschen für die gebaut und ja. Haben einen Hund, eine Katze. Oh. Und ich glaube, die haben jetzt zwei Kinder oder so. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die hat, warum hat die nichts gegessen? Oh, die Blöde schon wieder. Die ist nie. So, die Babys mal angucken. Wird alles ganz gut. Ich dachte, die haben einen Geburtstag jetzt. Ist hier? Kann man jetzt meine Sim hier sehen? Kann man die Blöde jetzt hier sehen? Nö. Voll komisch irgendwie. Man sieht hier die Möbel, aber man sieht hier nicht. Ah, ihr Bett hat es nicht gemacht. Erwischt. Bisschen ausspionieren. Oh, sie ist gar nicht da. Doch, sie müsste da sein. Nee, ist doch nicht da. Ups. Bisschen ausspionieren hier. Badezimmer. Wie gut man hier reingucken kann, ne? Ah, die Toilette sieht man da auch.
Wie cool gemacht. Aha, die Sims 4 Poster. Das heißt, den finde ich eigentlich hübsch. Schön klein. Nicht zu groß. Reicht. Ah, mal schauen, was ich in Sims 4 für ein Haus baue. Bin ich ganz überlegen. Ich bin schon ganz verrückt. Ich rede auch schon gar nicht mehr anders. Komm, Joel, steh auf. Lass mal Charlene schlafen, die braucht mal ihre Energie. Warum ruckelt das jetzt hier auf einmal? Bekloppt. Ey. Ah, kleiner Geburtstag. Juhu. Bibi hat Geburtstag. Hihi. Oh. Der hat rote Haare. No, no. Oh, go, go. Habe ich was verpasst? So, du gehst hier zu den Kleinen. Erstmal spielen. Ich glaube, ich habe was verpasst. Es ist doch ein Junge, kein Mädchen. Warum hat der eine Schleife? Was ist mit ihr? Bei ihr ist es richtig. Bei ihr ist es richtig. Ich muss das noch verändern, also. Kann doch nicht sein. Ist doch ein Junge. Habe ich was verpasst. Bruder. Ja. Ein Junge. Also das grüne Zeug würde ich nicht gerne trinken wollen. Wie bei Sims 2. Jetzt noch um den Kleinen hier noch kümmern. Wie süß. Dann packe ich mal einen Spiegel hin. Ich glaube, ich kann mit den Kleinen dann verändern. Ich weiß jetzt nicht. Kannst du ja mal verändern. Aber das werden wir beim nächsten Part sehen. Wenn es wieder heißt, die Sims 3 Into the Future. Ciao.